Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Live in the Woods. Für mich zumindest geht's gleich nahtlos weiter. Für euch ja, liegen 24 Stunden plus minus dazwischen. Die Portable Tanks stehen an. Dafür benötigen wir, kriege ich es aus dem Kopf zusammen, Glas auf alle Fälle. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, Kupfer und LED oder so. Moment, Portable Tank, du. Ah ne, nur Kupfer, okay. Dafür dann Invar. Dafür Hardened Glass, das können wir jetzt leider noch nicht machen. Also Kupfer und 4 Invar. 1, 2, 3, 4. So. Gut, dann können wir den hier auf alle Fälle schon mal machen und den hier. Das reicht an sich. Das sind 32.000 Millibuckets, also 32 Eimer. Davon könnte ich eigentlich auch gleich ein paar mehr machen, meinetwegen 4 oder so. So, wunderbar. Der Rest kann weg. Und die Portable Tanks platzieren wir schon mal dort, wo sie hin sollen. Nämlich hier, um das rauszunehmen, was der Magma Crucible liefert. Der steht auf Input, wunderbar. Und ja, die kann ich eigentlich hier reinlegen. Das ist dann für den Fall, dass wir hier eben was verflüssigt haben, was wir dann darüber hängen oder so. Man kann den dann, wenn irgendeine Flüssigkeit drin ist, abbauen. So zum Beispiel. Dann nehmen wir das Ding einfach, packen es hier ran, machen nochmal den drauf, dann ist er auf Output und dann läuft das, was hier drin ist, dort rein. In der Theorie zumindest. Ich hoffe, es funktioniert so. Das könnten wir eigentlich mal austesten. Warte mal, pass auf. Habe ich einen Eimer? Ich habe einen Eimer. Wir nehmen einfach mal einen Eimer Wasser. Nein, da wollte ich hinklicken. Dankeschön. Noch ist er auf Input. Wunderbar. Wenn ich den jetzt umstelle. Nein, das wollte ich nicht. Läuft's nicht rein. Weil er draufstehen müsste, wenn. Er müsste, wenn, draufstehen. Funktioniert denn die andere? Funktioniert es denn überhaupt hier, wenn ich den hier hinhänge? Meinetwegen mal kurz Redstone reinwerfen. Okay, Redstone vielleicht nicht, da haben wir eigentlich gerade gar nicht mehr viel. Was kann ich denn, meinetwegen, den hier? Machen wir mal, wenn Eimer. Ich glaube, wir brauchen 4, um einen ganzen Eimer zusammenzubekommen. Funktioniert das denn? Ja, das funktioniert. Okay, in die Richtung funktioniert's. Er kann es nur nicht von dort reinsaugen. Das ist schade. Ja, jetzt haben wir hier übrigens auch, das ist ganz witzig, das Zeug. Ein Eimer von Energized Glowstone. Ich kann euch den noch mal zeigen. Das ist eigentlich voll witzig, das Zeug. Das fließt nämlich nach oben. Wow. Und gibt übrigens auch einen Speedbuff. Ich habe es jetzt, glaube ich, leider nicht mehr ganz erwischt. Egal. Gibt auch einen Speedbuff oder sowas, glaube ich. Gut, das heißt, wir müssen hier eigentlich nochmal ein bisschen umbauen und müssen uns wahrscheinlich draufstellen. Ich teste es mal ganz kurz, wenn wir oben den Input haben und den hier wieder mitnehmen und den oben draufstellen. Und auf Output, jawohl, dann ist es sofort drin. Gut, dann machen wir das Ganze so. Und die Energie bekommt er meinetwegen von hier. Und damit das Ganze aber ein Kreis bleibt, müssen wir hier erstmal das leider so machen. Es ist zwar jetzt sehr hässlich, ich weiß, aber es geht leider nicht anders. Gut, es wäre anders gegangen. Wir hätten hier noch zwei Fluid Pipes nach außen setzen können oder so. Das wäre auch gegangen. Aber ich denke mal, so können wir damit jetzt auch erstmal leben. Der Input ist eigentlich dann wieder weg. So. Okay. Dann ist unsere kleine Thermal Expansion Ecke eigentlich auch schon fertig. Ich habe mal kurz zwei Screenshots für Thumbnails und ähnliches gemacht. So.
Jetzt können wir uns an so gewisse Sachen setzen. Gut, wir haben leider noch keine Enderperlen. Das ist jetzt erstmal nicht weiter tragisch. Was bist denn du? Oh. Okay. Das ist noch nicht weiter tragisch. Wozu habe ich das jetzt eigentlich so genau machen wollen? Irgendwas hatte ich im Kopf, was ich damit jetzt unbedingt machen wollte. Also ich meine, klar, wir können jetzt Stahl herstellen, wir können jetzt erstmal Hardenglas herstellen. Wir können erstmal allgemein Glas herstellen. Moment. Ne, das kann ich hier nicht abzwacken. Wo habe ich denn das, wo ich das abzwacken kann? Hier, Gravel, Sand. Ich nehme mal 2 Stacks Sand mit. Jetzt weiß ich auch, was uns noch fehlt. Und von dem her ist es gar nicht schlimm, dass es das hier so ist. Uns fehlt noch was. Und zwar, Moment, ich sammle mal das Zeug dafür zusammen. Dum, 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 dum. Uns fehlt, wo haben wir denn die hier? 1, 2. Zack, dann haben wir auch den Machine Frame. Genau, perfekt. Ein Furnace. Ein Redstone Furnace. Hätte ich gern noch. Ich mach's mal anders. Ich mache einfach warte. Furnace. So, ja, Furnace, genau. Den hier will ich. Redstone, das bräuchten wir dann gar nicht. Das haben wir noch da. Machine Frame haben wir da. Die Backsteine haben wir da. Und was ist oben? Ein Redstone. Ein einzelnes. Okay. Zack. Dann können wir den auch schon bauen. Das haben wir da. Das haben wir da. Das haben wir da. Gut. Da kommt dann nämlich hier ran. Dann machen wir hier wieder. Ups. Seitlich alles weg. Ja, doch hinten ist Input, unten ist Output und der Rest bleibt. Du bist eine Chest, dann brauche ich jetzt eine Trap Chest. Ich bräuchte irgendwie einen Weg nach da hinten. Den haben wir sogar. Aha. Oder auch nicht. Moment. Ich grabe hier mal kurz durch. Wie gesagt, das Ganze ist eh jetzt sehr temporär nur gebaut. Was bist du? Du bist eine Chest und du bist auch eine Chest. Dann kommt hier eine Trap-Chest hin. Hier ein Hopper. Aber bevor ich den Hopper setze, muss ich den Hopper setzen, weil sonst komme ich hier nicht mehr hin. Gut. Wunderbar. Dann haben wir da unseren Redstone-Furnace. Und dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, in diese Kiste kommt Sand. Und sobald ich sie schließe, weil es natürlich eine Trap-Chest ist, die ein Signal ausgibt, wenn sie offen ist und dadurch den Hopper direkt unter ihr blockiert. Deswegen, sobald ich sie zumache, füllt sich das hier mit Sand auf und wir bekommen hier dann unser fertiges Glas. Gut, solange das jetzt läuft. Es ist halt so viel Zeug, was wir eigentlich machen müssen. Das ist Wahnsinn. Hardenglas kann man nämlich doch noch nicht herstellen. Ich möchte mal ganz kurz meinen Müll ausleeren. Einen Moment bitte. Die packe ich jetzt einfach mal schnell dahin. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann eigentlich alles weg. Ja gut, die Kupfer-Gears ist halt jetzt ein bisschen blöd, dass wir die noch haben. Was wir natürlich machen können, wir können die wieder einschmelzen, theoretisch. Dann sind wir die auch los. So, tschüss. Der Energized Glowstone werfe ich einfach mal kurz hier rein. So. Ja, für Hardenglas. Also Hardenglas brauchen wir nämlich für eine Resonant Machine, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, für ein Reinforce, genau. Resonant ist dann mit Enderium. So war's. Genau. Also für eine Reinforced benötigen wir Hardenglas und Signalum. Signalum geht eigentlich so halbwegs. Dafür braucht man zum Beispiel auch Destabilized Redstone. Nur das Problem ist halt, das Hardenglas besteht aus Pulverized Obsidian. Und das Pulverized Obsidian, dafür benötigen wir natürlich Obsidian. Und Obsidian haben wir nicht. Das bedeutet, unsere nächste Sache, die wir machen, wird eine automatische Obsidianproduktion. Die wird folgendermaßen aussehen. Wir müssen dann leider auch das Obsidian hinten wegholen.
ihn hierher holen. Moment, ich hole es mal kurz. Zack, aus mit dir, tschüss. So, der Schlüssel kann wieder rüber. Jetzt ist halt die Sache, wo packen wir das Obsidian erstmal hin? Und da soll eigentlich alles rein, was wir fürs Pyrethium brauchen. Deswegen, ich packe es jetzt einfach mal da hin. Ich weiß nicht, wohin damit. Ja. Das Problem an der Obsidianproduktion ist folgendes. Wir bekommen es hin, das ist kein Ding. Wir benötigen dafür ein Igneas, denn den kann man auch auf Obsidian einstellen. Das ist wirklich nur die Sache, der Igneas Extruder verbraucht für ein Obsidian ein Wasser- und ein Lava-Eimer umgerechnet. Wir haben hier ja unsere Tanks mit vier Eimern jeweils und für ein Obsidian braucht er halt jeweils ein Eimer. So, als würden wir es halt wirklich selber herstellen. Das heißt halt jetzt in der Folge, wir benötigen eine unendliche Lavaquelle und eine unendliche Wasserquelle. Unendlich Wasser ist kein Ding, da machen wir auch wieder sowas hier. Unendlich Lava ist an sich ja auch kein Ding, wir müssen es halt nur wieder alles aufbauen. Ich würde da das jetzt aber nicht mehr gerne in dieser Folge anfangen, weil es einfach sonst jetzt zu viel wird. Ich würde jetzt lieber mal gucken, ob ich von Thermal Expansion noch irgendwas vergessen habe an Maschinen, die wir gerade unbedingt brauchen. Redstone, das passt. So, Ummel ist erstmal egal. Weil da haben wir den auch. Was bist du? Ach, das ist die Eismaschine. Oh, was bist denn du? Ah, du bist der Gneas Extruder. Aqueous Accumulator, Cyclic Assembler, Energetic Infuser. Nö, gut, ist gut, der wäre vielleicht irgendwann mal noch nicht schlecht, aber das hat noch Zeit. Lumium, Gott. Lumium Ingot, Lumium Blend. Ah, mit Energetic Closed. Okay. Egal, der hat aber Zeit. Der ermöglicht uns nur schlichtweg, um das kurz zu erklären, der ermöglicht uns Grünzeug zu vermehren. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Wir werden natürlich später, wenn das Ganze größer wird, und es wird größer werden, das verspreche ich euch, das Ganze noch dahingehend automatisieren, dass wir auch Maschinen haben, die dann das Zeug, was entsteht, automatisch einsortieren. Das heißt, wir werden eigentlich zwei so Batterien rumstehen haben, sage ich jetzt mal. Einmal für das, was wir wirklich manuell machen müssen und einmal um irgendwas automatisch, wenn wir sagen, oh, verdammt, wir brauchen mal wieder Glas, schmeiße ich da Sand rein. Das Ganze wird dann mit dem Lager verbunden und dann wird das Sand halt, das Glas, das Fertige dann einsortiert. Das ist jetzt eben nur, solange es temporär hier steht, machen wir das halt eben nicht. Aber das stört hoffentlich erstmal keinen. Gut. Den bauen wir nochmal. Ja. Entschuldigung, wollte ich nicht. Das kann man übrigens mit diesen Ranges von Thermal Expansion auch machen. Man kann Kisten und Hopper damit durch die Gegend drehen, wie man lustig ist. Ist nicht schlecht. Man vergisst halt nur manchmal ab und zu. Und ich glaube, man kann sogar auch die hier drehen, oder? Ja, genau, die kann man auch drehen. Die Maschinen selber kann man auch drehen. Gut. Das haben wir. Obsidianfarmen benötigen wir auf alle Fälle, da werden wir auch nochmal so ein Ding hier aufbauen. Für die automatische Obsidianfarm und ja, es ist sehr viel Arbeit, die noch vor uns ist. Es ist wirklich noch sehr viel. Möchte man manchmal fast den Mut verlieren, aber hey, wir haben Zeit und von dem her passt das dann schon. Was ist hier eigentlich noch drin? Okay. Ja. Wir werden uns auch noch eine zweite Schmiede über kurz oder lang bauen. Also nochmal so ein Ding, nur, also dann wirklich eine etwas kleinere Schmiede, in der wir Pig Iron herstellen. Das ist nämlich eigentlich ganz witzig.
gucken, was mir in dem Zuge einfällt. Wir haben ja Hühner, wenn mich nicht alles täuscht. Und die legen Eier. Kann ich diese Eier einfach reinwerfen? Liegen gerade zufällig Eier rum? Es liegen echt keine Eier rum. Damit habe ich halt jetzt irgendwie nicht so ganz gerechnet. Wieso? Also, weil der hier zu niedrig hängt, um drüber hüpfen zu können. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, hier kann man auch drüber hüpfen. Ja, es ist echt noch sehr, sehr viel. Unser Haus ist immer noch nicht fertig. Dach steht auch noch nicht drauf. Dafür möchte ich mal gucken, oder muss ich mal gucken. Ich würde das höchstwahrscheinlich gerne. Ja, wobei Dark Awkward ist halt so. Das weiß ich nicht. Machen wir es doch aus Pulswood? Machen wir es aus Pulswood? Ich bin mir halt, was das Dach betrifft, echt noch verdammt unsicher. Das ist also die Sache. Das Problem bei Dark Oakwood ist halt, dass wir es erstmal finden müssen. Also wir haben unten schon ein bisschen was, das heißt, irgendwo haben wir es gefunden. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, wo es hängt. Der Setzling hier, nö. Den hatte ich auch mal vor der Aufnahmesession, also schon vor 2 Folgen mal gesetzt, aber da ist auch noch überhaupt nichts passiert. Die wachsen irgendwie in Life in the Woods nicht so gern von alleine. Ich verstehe nicht, warum. Dark Oakwoods sind da echt sehr. Die sträuben sich das ja. Mache ich da irgendwas? Weiß das zufällig jemand? Mache ich da was falsch? Muss ich 4 setzen oder? Also ich meine, in Vanilla Minecraft wachsen die ja wesentlich einfacher und hier weder mit Bone Meal noch, wenn ich sie so hinsetze, wachsen sie. Das ist irgendwie echt seltsam. So, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Es tut mir leid. Aber sonst, ja. Hals muss befeuchtet werden, wenn man so viel spricht. Achso, hier haben wir noch Copper und Electrum. So, weg damit. Gut, dann ist das Ding auch wieder leer. Perfekt. Ja, und wir werden wahrscheinlich auch, also wie gesagt, es werden wahrscheinlich, wir werden sogar 3 Schmieden bauen. Wir werden eine bauen, die wirklich nur komplett zum Einschmelzen von Sachen ist und die sich auch automatisch wieder entleert. Das Ganze funktioniert voll. Das kann ich mal noch kurz zeigen. Moment, wie funktioniert die Glock? Die hier, wir benötigen ein Gold, ist für die Uhr 4, okay, 5 Gold, also ein Redstone. 5, dann brauchen wir ein Stick und insgesamt 6 Slabs, ein Stick. 5, 6, so. Zack, zack. Also allgemein gesprochen funktioniert es über ein Redstone-Signal. Wenn man ein aktives Redstone-Signal an einem Ausguss hat, lässt das raus. Das Ganze muss man jetzt natürlich irgendwie mit einer Glock oder ähnlichem timen und dafür werden wir einfach, das wollte ich nicht, die Bibliocraft-Glock verwenden. Die können wir hier zum Beispiel hinhängen und sagen, dieses Preset verwenden, ein Puls, Redstone, Ticksound machen wir aus. Das heißt, die gibt jetzt immer mal kurz ein Redstone-Signal aus. Und wenn der hier dann irgendwann mal eingeschmolzen ist, werden wir sehen, dass er dort automatisch rausgelassen wird. Und sowas würde ich quasi dann machen. Wir haben dann lauter Ausgüsse mit überall einer Glock dran. Wir werden aber höchstwahrscheinlich nur Ingots auslassen an jedem Auslass. Damit wir eben nicht das Problem bekommen,
dass dann irgendwie hier sowas mal nur halb voll ist oder wie auch immer. Zack, kommt's raus und wird durch den Hopper dann automatisch entleert. So einfach ist es. Und das Ganze werden wir in groß machen, um eben Sachen, die wir irgendwie zufällig in der Tasche haben oder sonst was, da einfach reinwerfen können. Es wird automatisch eingeschmolzen und dann automatisch abgelassen. Was passiert? Das würde mich jetzt mal noch kurz interessieren. Entschuldigung, das ist jetzt hier gerade ein bisschen experimentieren. Was passiert eigentlich, wenn ich Glas in der Ingot Form auslasse? Geht das überhaupt? Beziehungsweise, was kommt überhaupt raus, wenn ich Glas einschmelze? Kriege ich da dann Hardenglas? Also das hier theoretisch? Nein, Clearglas. Also, Entschuldigung, kein Hardenglas. Wir werden es gleich sehen. Moment, 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 Moment. Nicht weglaufen, bitte. Was wir in der Zwischenzeit, Moment. Ach Gott, ich habe gerade, es tut mir leid, ich habe gerade so wie im Kopf rumschwirren, was wir eigentlich alles noch machen könnten, müssten, sollten. Ich packe jetzt mal schon mal Kohle rein, damit wir dann noch ein bisschen Stahl herstellen können. Denn damit können wir uns nochmal deutlich bessere Werkzeuge herstellen. Das kommt halt auch noch dazu. So, wir haben hier jetzt Molten Glass. Wenn ich das jetzt hier reinlasse, funktioniert gar nichts. Okay, funktioniert nicht. Ich glaube, so kann ich mir Glasspanes gießen. Gießen, oder? Clear Glass Pane. Ja, kann ich. Uhu. Wie viele? Vier insgesamt. Okay. Oh Mann. Okay. Wir sind fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch trotz diesem ganzen Quatsch, den ich hier immer mal anstelle, gefallen. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif.